In Google Spreadsheet wird ein Histogramm genutzt, um die Häufigkeitsverteilung von Daten grafisch darzustellen. Wie man das macht, das sehen wir uns nun in diesem Video näher an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's los. Ich bin nun mit Google Spreadsheets verbunden und habe ein neues Arbeitsblatt erstellt. In der Spalte B befinden sich meine Messwerte. Ich habe diese bezeichnet mit den Daten. Als nächstes möchte ich nun ein Histogramm erstellen. Dazu gehe ich im Menü auf Insert und Chart und wähle nun im Bereich Charttyp ein Histogramm aus. Das befindet sich unter der Rubrik Others und hier wird vorgeschlagen Histogram Chart. Ich wähle das aus, wähle nun im Datenbereich meine Daten aus. Dazu selektiere ich nun die Daten. In diesem Fall wurde es bereits vorgeschlagen, bestätige mit OK, gebe nun an, dass die Spalte B auch noch die Überschrift beinhaltet, also die Zeile 2 beinhaltet die Überschrift und erhalte bereits hier eine erste Grafik. Jetzt möchte ich aber die Verteilung im Histogramm anpassen. Dazu mache ich einen Doppelklick auf die Grafik, gehe auf Customize und wähle im Bereich Histogramm die Bucket Size aus und kann hier unterschiedliche Größen auswählen. Kann hier so eine feinere Häufigkeitsverteilung darstellen. Und wie man sieht, erhalte ich nun ein Histogramm mit der entsprechenden Verteilung. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.